Den 8. Platz belegt der Bernd Kunert, Fechtgesellschaft Schulingen. Da ist der Bernd Stumm. So, dann nochmal Applaus für unseren Sieger und Platzierten. So, wir hatten im Jahr 2001 eine Startende, die hat sich aber Macke geschlagen bei der nächsthöheren Altersklasse 99-98 und für die Leistung geht sie für ihre hat sie sich den Landesmeister für ihre Altersklasse gekämpft. Also, Caroline Becker, bitte. So, dann für unsere Einzelkämpfe nochmal einen heißen Applaus hier. So, danke. Wir kommen zur Siegerehrung. Darfloret, Schülerjahrgang 98-99. Carlotta Zenke von der Fechtgesellschaft Schwerin erlangt den Titel. Den 2. Platz und Vize-Landesmeisterin wurde Fräulein Fanny Schmidt. Die beiden 3. Plätze belegte Ulrike Krüger und Lucy Wagner, sind Direktor Schmidt. Den 5. Platz belegte Isabel Skusa, Fechtgesellschaft Schwerin. Den 6. Platz Angelie von Höchst, Fechtgesellschaft Schwerin. Den 7. Platz belegte Friederike Fink, Fechtgesellschaft Schwerin. Und den 8. Platz belegte Daniela Poms, Fechtklub Greifswald. So, dann nochmal vielen Dank für die Landesmeisterin, Platzierten. Wir kommen zu Siegerehrung der Herrenflorin der Schüler, Jahrgang 98-99. Landesmeister wurde der Ruben Höhners. Jonas Punkt heißt da, wurde Vize-Landesmeister.
die dritten Plätze belegen Jonas Bernstorff und Janik Kinzel. Gute Gesellschaft. Den fünften Platz belegt der Konstantin Trimmel. Und der Paul-Christoph Schulz belegt den sechsten Platz. Und dann nochmal vielen Dank für die Liga und Platzierten. Wir kommen zur Siegerehrung. Im Damen-Florette B-Jugend. Landesmeisterin wurde Ann-Kathrin Schmidt, Weltgesellschaft Schwimmen. Landesmeister wurde Julian Tabea Fechner, Weltgesellschaft Schulin. Saskia Stange und Jana Vogt belegen beide den dritten Platz. Saskia Stange, Weltgesellschaft Schulin, Jana Vogt und den dritten Platz. Ann-Kathrin Christine Zander belegte den fünften Platz. Und Jena Grube belegte den sechsten Platz. So, nochmal vielen Dank und Applaus für unsere B-Jugend. Im Herren-Tourette der B-Jugend belegte den Landesmeistertitel Aram Kanchabrian. Vielen Dank. Jan Tiedemann vom Fanclub Greifswald wurde Vizelandesmeister. Und den dritten Platz belegt den Lukas Dietrich, Fanclub-Gesellschaft Schwerin. Wer hat die Jacken verwechselt? Ich weiß jetzt nicht, wer die Jacke, die falsche Jacke. Ach, von denen. Immer hinten. Ja, von den Toten. So, dann bedanken wir uns nochmal bei den Medien. Damit sind wir heute alle.